Lang ersehnte Rückkehr von US-Soldaten aus Afghanistan. Am Montag kamen rund 140 Soldaten des 4. Bataillons der 31. Infanterie des Armeestützpunkts Fort Drum im US-Bundesstaat New York zurück zu ihren Familien. Manche waren für rund 290 Tage unterwegs gewesen. Entsprechend groß die Freude, wie Ehefrau Gina Brown bestätigt. Wir sind so froh, dass er wieder da ist. Ich weiß, dass Sadie ihn vermisst hat und auch er mit ihr zu Hause zu sein. Über Videokonferenzen konnten die Familien sich zwar ab und zu sehen, aber das reale Zusammensein hat dann doch eine andere Qualität. Und Captain Swayze Brown, Ehemann von Gina, zeigte sich einfach nur glücklich darüber, endlich auch seinen neugeborenen Sohn erleben zu dürfen. Es ist unglaublich. Man kennt zwar Bilder, aber nur wenn man ihn sieht und halten kann, wird es real. Ich bin einfach nur dankbar, dass sich meine Frau gekümmert hat. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen musste. Und sie ist einfach großartig. Ich hoffe, dass ich ihr nun eine Pause geben kann. Zum Thema Afghanistan wurde US-Präsident Joe Biden am Montagabend in Washington von einer Reporterin gefragt, ob er die Taliban anerkennen werde. Seine Antwort lautete, dass das noch in weiter Ferne läge. Der Rückzug der US-Truppen und aller weiteren westlichen Armeeeinheiten aus Afghanistan nach 20 Jahren hatte zum Sturz der afghanischen Regierung und einer überraschend schnellen Machtübernahme durch die Taliban geführt. Die Taliban haben eigenen Angaben zufolge auch die umkämpfte Provinz Panjshir vollständig eingenommen. Damit kontrollieren sie alle Gebiete und wollen nun rasch eine neue Regierung bilden.